Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ja, heute bin ich mal im Keller daheim. Vor einem Sicherungstableau, das kennt ihr. Jeder, der in einem Haus wohnt oder in einer Wohnung, hat das hier in etwas grösserer oder etwas kleinerer Ausführung. Hier jetzt sind wir in einem Einfamilienhaus. Und das ist die ganze Stromversorgung, die hier drüber abgesichert wird. Und warum zeige ich euch das? Ihr mögt euch erinnern, wir haben in diesem Herbst einmal ein Video zusammen gemacht oder geschaut zum Thema Nordstromversorgung oder noch konkreter um das Produkt EcoFlow Delta Pro. Das ist eine sogenannte Power Station, die eine Kapazität von 3,6 Kilowattstunden hat und mobil, so ist das Video zuerst, das ich gemacht habe. Ich verlinke das noch einmal, verlinken. Ihr könnt es hier oben bzw. hier unten anklicken und schauen. Wer das noch einmal möchte sehen, der sieht man es ganz klar im mobilen Einsatz. Sind wir dort an einem Fluss, an der Sense, wo es weit und breit keinen Stromanschluss hat und man mit dem kann seine Energiebedürfnisse decken. Und jetzt, ich habe es dann schon gesagt, sind wir im Haus und was kann die EcoFlow Delta Pro in einem Haus ausmachen? Sie kann, wie bereits angekündigt, als unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, dienen. Und wie das geht, das sehen wir jetzt hier. Die USV ist hier daheim bei mir ein Panel installiert worden von einem Elektroinstallateur. Hier geht es um Starkstrom, da kann man nichts basteln. Da ist ganz klar die Botschaft, das Gerät ist Starkstrom zertifiziert vom ESTI. Und da tut man nicht selber Hand anlegen, es sei denn, wir sind entsprechend konzessioniert. Das nur so als Nebenbemerkung von mir, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen. Wir sehen hier die Powerstation, wo mobil ist. Ihr seht es, das kann man lüpfen, hat zwei Rädchen und dann kann man das nachher wie einen Rollkoffer, wie einen normalen Schalenkoffer eigentlich bewegen. Es ist gut, hat das Rädchen, du noch auch schnell in Erinnerung rufen, 45 Kilo ist das Teil schwer, also es ist nicht etwas, das man hurti nimmt, sondern das ist eher etwas, das man den er an einem Ort lassen. So, also, was haben wir? Wir haben den Sicherungskasten, den haben wir vorhin miteinander schon angeschaut. Hier, wie ihr es kennt, EcoFlow ist pro Etage Absicherung, einphasig 230 Volt. Dass wir das gerade präzisieren, es geht hier ausschließlich um einphasige Starkstrom, also 230 Volt, 50 Hertz, in den meisten Orten in Europa. Dreiphasiger Strom kann so nicht abgesichert werden. Das noch als Präzisierung. Ah, was ist Bestandteil von der Installation? Wir haben das Smart Home Panel hier. Ihr seht, das ist mit dem Sicherungskasten verbunden worden. Und was beinhaltet das? Ich mache das aufmachen und wir sehen hier 1 bis 5 und bzw. 6 bis 10. Das heisst, wir können über das Home Panel, über das smarte Home Panel von EcoFlow, können wir 10 Phasen absichern. Ich persönlich brauche jetzt im Haus genau 3. Wir sehen hier das OG, das EG und das UG. Das entspricht hier der Absicherung, die schon bauseitig ist pro Stock vorgenommen worden. Darum macht es Sinn, dass man das so ergänzt. Das heisst, auf Deutsch gesagt, im Fall eines Stromausfalls wird jedes von diesen 3 Stockwerken innerhalb von 20 Millisekunden wieder mit Strom versorgt. Aus der EcoFlow. Ich kann aber auch jedes Stockwerk einzeln versorgen bzw. deaktivieren.
je nach Strombedarf und natürlich nach Energiemenge, die dann zur Verfügung steht bzw. benötigt wird. Das ist das EcoFlow Home Panel besteht aus 10 Phasen, wie ich vorhin schon gesagt habe, und jede von diesen Phasen kann einzeln abgesichert werden, beziehungsweise wird einzeln abgesichert und angesteuert über ein Relais. Das ist so ein Teil hier. Das hier ist jetzt 16 Ampere. Ich habe keine 16 Ampere Absicherungen, darum ist das vorig geblieben. Ich habe hier innen ausschließlich 13 Ampere. Das ist die Stromstärke, die wir in der Schweiz eigentlich an jeder Haussteckdose als Standard haben und ist auch konform mit der restlichen Haussicherung. Hier innen sind also, wenn man hier den Deckel noch aufmacht, der ist jetzt bereits wieder zugemacht, darum lasse ich den zu, kann man 10 solche Relais verbauen und nachher entsprechend auch 10 einzelne Phasen absichern. So, was passiert jetzt im Fall von einem Stromausfall? Wie ist jetzt das Homepanel eigentlich genau angeschlossen? Ihr seht, hier ist die Verbindung, die mit dem physikalischen Kabel, auf das gehe ich nicht ein. Was ich aber darauf eingehe, ist rudimentär kurz beschrieben. Im Normalfall, das heisst, wenn ihr Netzstrom oder das neue deutsche Wort Grid verfügbar habt, was hier übrigens so angezeigt wird mit der weißen Lampe, das heisst, wenn Strom da ist vom Netz, wird der Strom hier durchgeschlauft, geht wieder raus auf das Tableau, ist entsprechend abgesichert. Die Power Station wird mit Strom versorgt, alles ist gut. Im Fall von einem Stromausfall ist das Smart Home Panel so konfiguriert, dass es innerhalb von 20 Millisekunden sollte oder tut, umschalten auf Power Station. Das heisst, im optimalen Fall haben wir den Stromausfall eigentlich gar nicht merkbar, weil 20 Millisekunden ist so eine kurze Zeit, dass eigentlich sogar ein PC weiterlaufen sollte. Das habe ich jetzt so noch nicht getestet, aber was wir getestet haben, ist die Funktion, indem wir hier die Sicherungen rausgenommen haben und den Stromausfall simuliert haben. Also, jetzt haben wir den Stromausfall. Jetzt arbeitet die Powerstation hier unten mit 3,6 Kilowattstunden Kapazität. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass der Stromausfall schneller behoben ist, als dass der Akku leer ist. Ganz kurz zusammengefasst. Dadurch, dass ich pro Etage hier noch dazu oder ausschalten kann, würde ich mich im Notfall dann entscheiden müssen, welche Etage das mir am wichtigsten ist, wo noch mit Strom versorgt wird, beziehungsweise innerhalb der Etage könnte man zusätzlich ja dann noch einzelne Verbraucher ausziehen aus der Steckdose und so den Verbrauch auch noch minimieren. Praktische Erfahrung habe ich noch keine, wie lang, wieso, wie lang, wie breit, aber das würden wir ja dann sehen. So, jetzt haben wir also kurz einen Überblick gehabt, was möglich ist mit der EcoFlow Delta Pro Power Station. Und im nächsten Video zeige ich dann noch die dritte Möglichkeit, wie man das Gerät kabeln kann. Wir haben gesehen im ersten Video mit einem Typ 2 Adapter, der so aussieht, wo man hier unten einstecken kann. Anstatt den Stecker, der jetzt da drin ist, kann man den hier nehmen. Typ 2 an jeder Ladestation für Elektroauto, die Typ 2 Stecker hat. Heute haben wir gesehen, wie man das Gerät mit einem 230 Volt Anschluss über das Smart Panel daheim laden, automatisiert, sodass der Akkustand immer möglichst hoch ist. Und das nächste Mal schauen wir dann noch an die dritte Variante, die für mich von Bedeutung ist. Wenn wir jetzt einen länger andauernden Stromausfall haben, oder wenn wir unterwegs sind, sowohl als auch, ist ja mit der Powerstation möglich,
Ich werde beide Varianten zeigen. Ich habe hier schon Kabel dabei. Ihr seht hier den Leuten, die bereits mit Photovoltaik in Berührung kamen, denen sagt das etwas, die Stecker. Und das ist der Gerätestecker. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde zeigen im nächsten Video, wie dass man die Station hier auch über Photovoltaik laden kann. Und zwar im mobilen wie auch im stationären Bereich. Ich hoffe, mit oder andere hat es einen Eindruck gegeben. Bleibt dran und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.